Hallo zusammen und willkommen zurück hier. Die NF Marsch ist wieder da und ich muss sagen, es funktioniert. Wir haben ja heute in der Vormittagsfolge den Roder über den letzten Wegpunkt nach dem Abladen hier fahren lassen und es scheint, ja, funktioniert. Perfekt, gut, dann kann der weitermachen. Hier läuft das Mähen. Ah ja, hier die Spritze. Muss dann hier hin. So, ja, die Einstellung bleiben ja. Oh, konnte keinen Kurs generieren. Wieso das? Hallo? Das geht aber gar nicht. Gucken wir mal, zwei Vorgewende, bla bla bla. Das Logfile könnte weitere Dinge halten. Abfahrer. Gut, wir probieren es einfach mal mit einem Vorgewende. Du weißt, warten wir, lass uns mal was gucken. Er hat das richtige Feld erkannt. Das ist jetzt seltsam. Ja, mit einem Vorgewende geht es. Komisch. Ja, gut, passt auch. So. Weiter geht's. Ja, du wartest. Oh. Es ist so klar, weißt du, man hat nicht wirklich viele Fahrzeuge hier unterwegs, aber sie fahren sich dann dennoch in die Kiste. So. Du machst da weiter. Und du musst irgendwo hier drüben rein. Na ja gut, jetzt wird auf jeden Fall der. Jetzt kommen sie sich nicht mehr in die Quere. So, läuft das? Perfekt. So, das heißt, wir können hier erstmal die Ballen aus dem Vorgewende noch raus sammeln. Damit da erstmal Ruhe ist. Weil das wäre na klar das nächste Problem, wenn der Mäher oder der Wender dann in die Ballen reinfährt, die im Vorgewende liegen. So, guck mal, Vorgewende geschafft und 100.000 Liter. Oh, da geht was ab. Ja. Aber wir könnten doch eigentlich genau hier weitermachen. Ja, der ist auch schon gut vorangekommen, muss ich sagen. Ja, dann flügen wir mal weiter. Das ist ja Feld 3, 35%. Ja, ein Drittel ist schon durch. Das heißt, vermutlich in der morgigen Vormittagsfolge dürften wir hier mit fertig werden. So.
So, da wird eifrig Wasser gefahren. Wir könnten aber jetzt mal so einen Überblick über unsere Produktion mal machen. BGA sieht gut aus, ist alles gut gefüllt. Die Düngeproduktion, ja, Gülle ist ein bisschen wenig. Aber elektrische Ladung ist voll, Wartung wird ja langsam aufgefüllt. Das sieht alles gut aus. Silage. Gras ist noch, ja, auch nicht mehr allzu viel da. Buttermischer. Können wir auch mal irgendwann dran denken, wieder zu verkaufen. Hier brauchen wir schon bald wieder Diesel. Oh Gott. Aber wir müssen mal kurz, genau, einmal kurz wenden und dann gucken wir weiter. Kompost. Stroh ist da, Mist könnten wir mal wieder nachkaufen, aber wir haben auch schon etliches an Kompost. Hier ist, oh, hier sind die Steine voll. Rübenschnitzel haben wir. Das Sägewerk. Ja, Holz ist halt aktuell wirklich ein knappes Gut. Die Werkstatt, ja, produziert halt nach und nach und nach. Zucker läuft. Da müssen wir auf jeden Fall nachladen und wir müssen uns unbedingt um Zuckerrohr kümmern. Wir brauchen ein Feld mit Zuckerrohr. Jetzt ist die Frage, kann eigentlich, das ist Onion. Karotten, Zwiebel und das ist ein Krautschäger. Ich wollte gerade gucken, ob der auch Zuckerrohr kann, aber anscheinend nicht. Zuckerrohrtechnik. Wir haben aber für das Ropa-Pack gibt es das Rode-Aggregat. Müssen wir mal gucken. Der wird dann wohl unter den normalen Rodern sein. Gucken wir mal. Rübentechnik. Ist die Frage, ob das. Ne, es kann nicht der sein. Das muss der hier sein. Genau, der hat Zuckerrohr mit drin. Also das muss auf jeden Fall kommen, das mit dem Zuckerrohr. Weil mit Zuckerrüben bekommen wir einfach die Zuckerfabrik nicht wirklich durchgehend befüllt. So, das heißt, gucken wir doch jetzt einfach mal. Zuckerrohr wird im März, April angesät. Also da haben wir also noch ein bisschen Zeit. Weil wir haben, oder ich habe mir ja überlegt, wir nehmen wieder das Feld hier oben für Zuckerrohr. Das kennen wir ja. Kostet 426.000, ist gar nicht so teuer. Da wäre Weizen drauf. Aber das nützt uns nichts. Wenn der Weizen erst im Juli geerntet werden kann. Ja gut, müssen wir zur Not umpflügen. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir gucken, ob wir überhaupt dahin kommen. Erst eben Labor, das ist jetzt das Wichtigere, dass wir das schaffen. Wir haben zwar einiges an Materialien, die wir verkaufen könnten, aber die Preise sind halt einfach so miserabel, dass sich das einfach nicht lohnt. Das heißt, wir müssen einfach abwarten, wann es für die USB-Platten und für die Bretterpaletten und so die besten Preise gibt. Oder bessere Preise.
Weil wenn wir noch mal da reingucken, also machen wir mal sowas palettenmäßiges, Spanpalette. Komm, da haben wir 335.000. Wir hätten aktuell 963. Der Toppreis ist aber 1260. Das ist einfach zu weit weg vom Toppreis. 300 € pro 1000 Liter. Das heißt, bei 100.000 Liter sind das 30.000. Das sind fast 100.000 € Unterschied bei dem Lagerbestand, den wir haben. Und das können wir uns nicht leisten. Oh, ich sehe aber was. Ich muss hier den Helfer reinhauen. Auch jetzt sind. Boah, das gibt's doch nicht. Es ist egal, wo ich die Fahrzeuge hinstelle, die rammen sich immer irgendwie zusammen. Oh, ich wollte eigentlich zum Rübenroder. So, jetzt sagen wir dem aber mal letzten Wegpunkt. Rübenroder. Warte mal. So. Der ist nämlich voll. Dann fahren wir mal wieder rüber. Ich hoffe nur, dass der jetzt abladen tut. Es sieht alles ein bisschen komisch gefaltet aus, aber jo, es geht. Machen wir den kurz einmal leer und dann geht's weiter. Da sind ja noch ein paar Rübchen. Oh, guck mal, das ging schnell. Wieder irgendwie 90.000 Liter weg. So, dann sollten wir das hinbekommen. So, jetzt schauen wir mal. Ja, der ist hier am Machen. Oh, der ist schon im Vorgewende. Okay, das heißt, der ist auch bald durch. So, der Zetter arbeitet. Und wieso willst du? Oh, jetzt hast du einen Ballen gefunden. Ach, ich glaube das doch nicht. Manchmal ist das schon komisch. So, jetzt lass uns mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wo der längs fahren würde. Wir sagen mal nochmal letzter Wegpunkt. Und sammeln aber mal den Ballen auf. Oder die Ballen hier alle, die hier rumliegen. So, jetzt fahren wir ganz weit weg. Nicht, dass es da wieder zu Problemen kommt. So, Kollege, was machst du jetzt da? Schaffst du das jetzt irgendwie produktiv mal was zu essen? Auch sehe ich das. Oh, ich habe da, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ja, wir müssen da, glaube ich, nochmal den Kurs neu machen. Der hat irgendwie, glaube ich, die Beete gemacht und dann wird der mir zu schnell nach unten kommen. Das heißt, wir machen jetzt einfach nochmal einen neuen Kurs hier. Genau, Beete. Das soll einfach ganz normal fahren. Zack, zack, zack. Generiere Kurs.
Er fängt oben an und macht das nach unten durch. Hier. So, und jetzt sagen wir einfach, du fängst jetzt nochmal am ersten Wegpunkt an und machst halt nochmal eine Runde. Ist ja egal. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, Feld 3, 59%. Ja. Halt. Flug runter. Das heißt, hier kommen wir auch schnell durch. Oh. Oh, ne, ich muss mal wohin. Der will auch nicht so, wie ich das gerne hätte. Dann sagen wir jetzt hier nächster Wegpunkt. Nein. Aus. Böser Roder. Du sollst doch hier einfach machen. Guck mal. Da. Hier so auf der Bahn. Ja. Ja, so sieht das gut aus. So ist das gut. So. Und für uns geht es dann wieder hier zum Flügen. Ja, ich glaube, morgen schaffen wir einiges. Wir werden das Feld hier fertig bekommen. Die 71 dürfte fertig werden. Die 19 auch. Also da haben wir einiges, was wir abschließen können. Und wir müssen ja mal wieder gucken, dass Geld reinkommt. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen da mal einen Schlag reinhauen. Und wir müssen uns wirklich über kurz oder lang Gedanken machen über weitere Traktoren. Ich merke ja jetzt schon, dass es uns wieder an allen Ecken und Enden irgendwo fehlt. Und der eine Fendt ist ja auch nur gemietet, den müssen wir auch mal irgendwann umtauschen. Ja, und dann brauchen wir eben weitere Fahrzeuge für uns zum direkten Arbeiten. Ja, der Rübenroder wird auch irgendwann, müssen wir den auch mal käuflich erwerben. Das wird aber auch noch etwas dauern. Ah ja, hallo Wasser. Ja, der ist fleißig da. Müsste vielleicht einfach mal demnächst den da umändern. Bei den Steinen auch ein bisschen größeres Volumen reinpacken. Ich glaube, das macht Sinn, dass wir da nicht ständig hinfahren müssen und den abladen müssen. Dann machen wir irgendwie 50.000 Liter. Dann können wir nämlich mit dem Aperion einfach runterfahren und den einmal voll machen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Für den Moment ist auf jeden Fall erst einmal Feierabend. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.